Da bin ich wieder, euer lieber Mansi hier auf YouTube. Mal gucken, wie lange, wie gesagt, ewig muss ich nicht gehen. Wir gucken jetzt erstmal bei der Werf rein und gucken mal, was es ist. Echt schöne Dinger. 130 Kapazität. Mal das eine oder mal das andere? Hm, gute Frage. Leistung. Das ist mit 26 kmh, ist natürlich auch schon schön. Aber 180.000 im Jahr, ich weiß es nicht. Das werde ich am Anfang jetzt noch nicht reinfahren. Nehmen wir. Wir nehmen doch die. Einmal und zweimal. Wir haben noch ein kleines bisschen Geld. So, was waren es? 120. Das heißt. 1, 2, 3. Was? Hey, was? Hey, stopp, 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 stopp. Wir verkaufen. Ah, hey. 1, 2, 3, 4. Dann ist das Geld schon da. Bin gleich auf meiner Grenze angekommen. Wir müssen jetzt noch da drüben eine Strecke bauen oben. Und mittelmäßig 200 PS, 700 kostet die mich, wäre schon zu viel. Kosten 600 kosten mich, 300 kosten mich. Die können mir leisten, das kostet 2,5 Millionen. Ja. Tut mir jetzt zwar ein bisschen weh in der Seele, aber wir müssen eine Linie fahren und zwar von hier, hier hin, da muss er wieder zurückfahren. Wir hin, dann. Und dann brauchen wir die letzte Minute. Wir können immer noch Geld drin, aber es tut mir leid. Brauchen wir ja nicht. Wir haben ja einen schönen Güterbahnhof. Das heißt, wir brauchen ja bloß noch ein Gleis. Der fährt hier raus. Dann dreht er hier natürlich nicht seine Runde. Brauchen wir erstmal hier unseren Güterbahnhof. Natürlich Güterkopfbahnhof. Kann ich, wenn ich eine Straße ranmache. Der hat Trampreise. Tramgleise? Ich doch nicht. Ach so. Oh. Nein. So. Zug. Es würde passen. Oh.
sie. Bleib ruhig. Oh, das wird gut. So. Züge. Ich bin einfach vielleicht in viel zu schnell, was das Bauen angeht. Noch einen Zug kaufen. Dann ist aber jetzt wirklich. Dann ist jetzt wirklich aber Schluss. Ach, wenn sie mit seinem Versprechen ist, bekomme ich nicht wahr. Tunnel bin ich einfach schon auf. Brücken. Jetzt noch nicht. So, wir fahren hinten rein. Das heißt, hier so einigermaßen jetzt geradeaus. Und alles, was an Geld jetzt zu viel ist, tue ich wieder zurückschicken. So, fährt dann hier rüber. Nicht lang, wenn da einer ist. So, und der darf erst losfahren, wenn hier. Das müsste an sich müsste es passen. Fortsetzen. So. Vielleicht, wir haben erst so wenig gemacht, dann wenn sie mir natürlich jetzt bis ins Unendliche schon. Jetzt brauchen wir aber einen ordentlichen Zug. Kraft und sowas hat. Nehmen den hier. Karo. Und natürlich Kesselwagen. Das Schöne ist, man könnte auch farmen. Erst. Keiner sieht es. Keiner sieht es. Meine 30.000. Das ist sowieso nochmal. Gut, da, das ist das Maximum. Hunderttausend Kapazität. Wohl. Aua. Neue Linie. Werden wir jetzt fahren. Den Güterbereich. Bis hierhin. Halt. Bis hierhin. So. Hat sich das erledigt. Wie sieht das überhaupt aus? Wo wäre in dieser Stadt San Joaquin? Wir wollen bitte da hier. Okay, Gebäude.
Aufladestation. Gibt es auch fast nur Dings. Und hier eine LKW-Ladestation. Passt auch wieder bis dran wie letztes Mal so. Und dann müssen wir hier unten, holen wir uns noch ein paar LKW und dann fahren die auch von links nach rechts. So. Fahrzeug kaufen. Dann haben wir alle Güter. Mal wieder die hier. Nee, die hier sind günstiger. 1, 2, 3, 4, 5. Alle auf eine neue Linie und zwar von da nach da. Was die Uhrzeit? Die Uhrzeit sagt noch ein kleines bisschen, dann höre ich auch schon wieder auf. Genau. Das haben wir erledigt. Wir wollten eigentlich uns um die Schiffe kümmern. Sehe gerade, so viel ist hier. Der ist hier gerade, der Gas möchte in der Nähe. Oder Benzin. Bisschen. Hier könnte man noch hinfahren. Also, so viel können wir in der Sache nicht im Moment per Schiff transportieren. Aber ist uns an sich egal. Wir haben jetzt das erledigt, das erledigt, das erledigt. In der Regel müssten wir jetzt alles haben. Eins fehlt uns aber noch. Bis wohin liefern wir? Gut, ich nehme es mal an, dass es passt. Dann machen wir mal. Natürlich auch noch hier inzwischen halt dann machen und den noch bringen, aber wir machen erstmal Play, geben das Geld zurück, dass wir zu viel haben, damit wir noch mal so Notgroschen haben. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, sagt euer Mensi. Ciao, ciao.